Kärntner Frauenforum ist für mich eine super Institution, wo wir Frauen unsere Solidarität untereinander zeigen können. Man lernt andere Meinungen kennen und das ist immer eine Bereicherung auch für den eigenen Standpunkt. Für mich ist das Wichtigste beim Kärntner Frauenforum das Netzwerken. Es bietet eine gemeinsame Plattform für den Austausch unserer aktuellen Anliegen. Das Mädchenzentrum Klagenfurt arbeitet seit Anbeginn seines Bestehens 1996 mit dem Referat für Frauen- und Gleichbehandlung des Landes Kärnten zusammen auf Augenhöhe zu unterschiedlichsten Themen, die Mädchen und jungen Frauen in Kärnten ein Anliegen sind. Und es geht um Gleichstellungsförderung, um Chancengleichheit, um Bildungszugänge, ja, und um Förderung für Mädchen und junge Frauen in Kärnten. Ich bin die Jenny und ich mache Doppellehre als Elektrobetriebstechnikerin und Mechatronikerin mit Matura. Und zwar, weil es für mich nie einen anderen Weg oder andere Möglichkeit geben hätte. Das Interesse für die Technik war schon immer da, von klein auf. Ich bin Vorbildfrau als Betriebselektrotechnikerin bei der Firma Hassler Hanorica Timber, weil es mir einfach sehr viel Spaß macht und weil man viele Chancen hat danach. Technische Berufe brauchen keine rosarote Schleife, sie sind vielfältig und genauso sind auch Frauen in technischen Berufen. Ich mache eine Lehre als Mechatronikerin und ich bin Vorbildfrau für die Technik, weil mir das sehr gut gefällt und weil ich das echt spannend finde, wie junge Mädels sich, wie zum Beispiel beim Girls Day, für die technischen Aufgaben interessieren und wie sie sich freuen, wenn man die gemeinsam lösen kann. Wir sind sehr viel an Kärntner Schulen unterwegs, arbeiten mit Schülerinnen und Schülern und merken, dass so die Themen Cybermobbing, aber auch andere Phänomene im Umgang mit Social Media wie Hate Speech und vor allem dieses Cyber Grooming, dass ich kontaktiert werde oder Sexbilder zugeschickt kriege, ganz stark bei den Schülern und Schülerinnen Thema ist, fast alle davon betroffen sind. Und wie wichtig es für sie ja ist, einmal einen Raum zu haben, wo sie offen drüber reden können. Wir von Wutka Plus machen jetzt schon seit Jahren beim Girls Day mit und es ist jedes Mal eine Freude für uns zu sehen, mit welcher Begeisterung die Mädchen bei der Forschung dabei sind und mit dieser fundierten Ausbildung in der Technik auch die Möglichkeit haben, dann einmal Chefin zu sein, so wie ich. Wir merken, dass die Frauenberatungsstellen immer noch sehr, sehr wichtig sind, mehr denn je würde ich eigentlich fast sagen, weil der Ansturm und die Nachfrage nach frauenspezifischer Beratung eigentlich von Jahr zu Jahr größer wird und in den letzten beiden Jahren überhaupt rasant zugenommen hat. Unser Angebot umfasst die juristische und psychosoziale Beratung von Mädchen und Frauen in allen Lebenslagen. Menschen können sich an uns wenden, wenn sie krisenhafte Situationen in ihrem Leben haben und Hilfe suchen. Und das Angebot gibt es in allen Bezirken Kärntens. Die Veranstaltung Frauenpower 4.0, Frau in der Region, ist eine wichtige Veranstaltungsreihe für unsere bäuerlichen Frauen, die ja in den Regionen stark vertreten sind. Die Themen Familien, Leben, Bildung, aber auch viele andere Bereiche sprechen uns da sehr an.
Ich lebe selbst im Gailtal erst seit einigen Jahren und hatte einfach die Möglichkeit, so vielfältige Frauen kennenzulernen und war wirklich überrascht über die Unterschiedlichkeit der Themen und Fragestellungen beim Abend. Vernetzung, Diskussion, Lösungsansätze. Das ist für mich Frauenpower 4.0 mit der Veranstaltungsreihe Frau in der Region. Wir Frauen wollen nicht alles, aber wir wollen Gleichstellung in Gesellschaft und Politik. Und gemeinsam können wir so vieles schaffen. Bei dem Lehrgang, der auf wirklich sehr hohem Niveau stattfindet, habe ich Basiswissen vermittelt bekommen und vor allem auch einen Eindruck darüber bekommen, wie Politik in unserem Bundesland funktioniert. Und das wird mir sicher bei meiner eigenen Arbeit auch in Zukunft zugutekommen. Die beste Methode, die eigene Zukunft vorauszusagen, ist die, sie selbst zu gestalten. Mit dem Coaching im Lehrgang Politische Bildung helfen wir den Frauen, das selbst zu tun. Frauen, die teilgenommen haben, erzählen mir immer wieder, sie sind durch die Ausbildung gelassener, selbstsicherer und selbstbewusster geworden. Orange the World stoppt Gewalt an Frauen ist eine Aktion, die jedes Jahr am 25. November beginnt für 16 Tage. Das Frauenreferat Kärnten und Soroptimist International unterstützen diese Aktion von UN Women. Als Beraterin für Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen des Bundeslandes Kärnten stelle ich mich vehement gegen Gewalt. Unabhängig von der Berufswahl einer Person steht ihr Recht, Würde und Anerkennung zu. Im Informationsfolder Sie haben Recht auf Hilfe finden Sie die Telefonnummern zum Thema. Dieser liegt in verschiedenen Sprachen an den Gesundheitsämtern in Kärnten auf. Management kümmert sich um Gewaltprävention. Gewaltprävention kann uns dann erfolgreich gelingen, wenn wir Männer in unser Programm bekommen, um mit ihnen eine Sprache zu entwickeln, was hinter ihrer Gewalt steht, um sie von ihrer Ohnmacht zu befreien. Kriminalprävention kümmert sich unter anderem auch um Hass im Netz. Wir sind oft nur ein, zwei Klicks davon entfernt. Genauso sind wir nur ein, zwei Klicks davon entfernt, wenn es darum geht, couragiert, mutig, solchen Phänomenen entgegenzutreten. Damit Aggression im Internet nicht sprachlos macht, ist es wichtig, dass das Thema Hass im Netz auf breiter Basis diskutiert wird, dass es eine klare Definition gibt, ab wann sind die Grenzen überschritten, dass Opfer eine direkte Hilfe bekommen und dass es für Täter klare Konsequenzen gibt. Das Internet und soziale Medien bringen große Gefahren mit sich. Es freut mich daher ganz besonders, dass es gelungen ist, mit der Initiative gegen Hass im Netz die Bevölkerung, speziell die Schülerinnen und Schüler, gemeinsam mit den Eltern zu sensibilisieren und einen bewusstvollen Umgang mit den neuen Medien zu gewährleisten. Die Menschenrechte erinnern uns daran, die Würde des Menschen zu schützen. Der Internationale Frauentag zeigt uns auf, dass weltweit viele Frauen unter unwürdigen Bedingungen leben. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir internationale Frauensolidarität zeigen, um das zu verbessern. Finanzen in der Hand, Leben in der Hand. Wir wünschen jeder Frau finanzielle
Eigenständigkeit, finanzielle Unabhängigkeit. Wir möchten den Equal Pay Day und den Equal Pension Gap wegbekommen und wir glauben ganz fest daran, Frauen können Finanzen. Als Coach zum Internationalen Frauentag ist mir wichtig, dass Frauen noch mehr als bisher bereit sind, einen Schritt in die erste Reihe zu machen, ein Stück mehr Verantwortung zu übernehmen als bisher. In Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Das ist für mich das entscheidende Kriterium, dass sich wirklich was ändert. Für die Frauen und für uns alle.